So, offiziell hat jetzt Chelsea verloren. Sie haben jetzt hier noch immer einen Punkt. Die haben gegen Liverpool 2 Punkte geholt, aber gegen West Ham, die seit der 67. Minute in Unterzahl waren, haben sie trotzdem noch 3-1 kassiert durch Paqueta per Elfmeter. Davor der Agüero, der auch am Ende da die Gelb-Rot bekommen hat. Das 1-2 gemacht, vielleicht war Kroos, der das 2-1 auch vorbereitet hat auf Antonio. Dann hat aber hier währenddessen noch Jus Demeca den Ausgleich gemacht und Fernandes Martinelli war nicht, weil den Areola hält. Nur so nebenbei, man hat hier Spieler gekauft wie Jackson, wie Caicedo und wie einen von hier, Southampton. Und sie haben in der Richtung 200 Millionen ausgegeben. Und nur so nebenbei, die sind jetzt nach 3 Transferperioden, halt letztes Jahr Winter, Sommer und halt dieses Jahr wieder Sommer, fast bei 1 Milliarde Euro Ausgaben und trotzdem verlieren sie immer noch gegen fucking West Ham, der letztes Jahr fast abgestiegen wäre. Gut, ne? Dafür haben sie halt die Conference League gewonnen, ne? Aber der Trend sieht bei Chelsea genauso gleich aus wie letztes Jahr. Mal sehen, was daraus wird oder ob es wieder so eine Blamage zusammen wird wie letztes Jahr mit dann wahrscheinlich über 1 Milliarde Ausgabe.